Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiterhin in meiner Möglichkeit Labor. Ich weiß noch nicht, wie ich die 5 Millionen machen soll. Ich müsste dann hier einfach überall Blümchen und Blümchen und nochmal ein Blümchen und ein Blümchen. Also, wo immer ihr in Two Point County seid, ruft mich an und erzählt mir, was ihr am besten an eurer Stadt findet. Ich kann es kaum erwarten. So, haben wir da nochmal einen Pool vorgestellt. Kann natürlich sein, dass es jetzt hier voller wird. Dadurch, dass wir natürlich jetzt hier auch mehr abarbeiten gerade. Und das wirklich ein bisschen... Naja gut, das geht von ganz alleine. Zack, schon haben wir Nummer 1. Nee, da will ich gar nicht. Nein. Da will ich eigentlich gar keinen von. Okay. Drei auf Stufe 2. Was sind denn das? Da, was sind denn das für welche? Aber eigentlich ist das schon ziemlich nice, ne? Diagnose brauchen die eigentlich gar nicht, weil was haben die denn mit Diagnose zu tun? Machen wir. Wir starten. Tschüssikowski. So. Im Standhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Das Ding muss jetzt auf Stufe 3 geupdatet werden, dann haben wir das nämlich auch schon. Wo ist eigentlich unsere Forschungsabteilung geblieben? Die jährliche Prüfung. Hatte ich das Ding denn abgerissen? Nein, wir haben doch einen neuen. Oh. Oh, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Und da warst du da, Mann, am Gehirn, Brain. Bam, bam, bam. Alle Abzeichen außer keine Todesfälle. Soll mal einer sagen, ich hab's nicht drauf. Brauchst du nicht drauf? Danke, Jan. Immer für deine deprimierte Stimmung. Wo habe ich denn den blöden Forschungsraum hingebaut? Ein Arzt wird im Auflösungslabor ja, benötigt. Wir sind aber dabei und forschen wirklich. Wir sind sogar dabei und haben hier sogar 2 dazugewiesen, ja? So, OP läuft auch. Die OP des OPs. So, wie sieht dieser Raum aus? Ist auch nicht voll. Aber jetzt mal ohne Flachs. Warum haben wir hier eigentlich keine Bänke vorgestellt? So, also ein paar Bänke muss ja, muss doch hier hin, also sonst ist es doch richtig doof. Ich war schon überlegen, das DLC noch zu holen. Es gibt noch so ein Bigfoot-DLC, habe ich mir heute jetzt mal richtig angeguckt. Bin ich auch noch überlegen, ob ich mir das nicht hole. Ich habe wirklich Spaß an dem Spiel, nur jetzt dieses mit diesen 5 Millionen, das ist so mega übertrieben, finde ich einfach. Das ist für mich so. Im DNS-Labor wird ein Arzt verlangt. Mutter denn sein, du? Ja. Mit Anrufen zum neuen Format das Schönste an meinem Heimatort buchstäblich überschwemmt. Sandra seltsam sagt, dass ihr an Fluttering am meisten das uralte Schloss gefällt, in dem die Geister der toten Könige und Königinnen jede Nacht zum Tanz bitten. Du bist ein komischer Vogel, Sandralein. Aber die muss es ja auch geben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Das ist keine Kritik an das Spiel oder so. Aber ich finde es einfach so unnötig, sich daran aufzugeilen mit wir machen jetzt 5 Millionen da draus. Also ja, ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Ja, ich könnte jetzt jeden Raum exakt hochpushen und so. Ich glaube nicht, dass das einen Sinn, wirklich einen Sinn macht. Den Raum hätte ich auch drehen können, so, dann würde hier nicht so ein enger Durchgang sein, aber ist auch nicht unbedingt so tragisch. Ja, wir gucken jetzt mal, was jetzt so ein bisschen passiert, ja? Die Hand, unser Hausmeister sind ja fleißig dabei. Ich würde dann gerne nochmal eine einstellen. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen.
Hier sind keine vernünftigen Krankenpfleger, kann man auch immer gebrauchen. So. Und einen Assistenten nehmen wir auch nochmal. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt von jedem so ein bisschen was über. Station, na klar, nehmen wir sofort. Ja, das ist, kommt alle rein, kommt rein, könnt da rausgucken, ohne Scheiß. Ja, hier drinne ist Action angesagt, ja. Aber wir haben bis jetzt auch, ja doch, zwei Schwestern, drei, vier, wir können vier Schwestern können hier drinne arbeiten, optional. Das bedeutet, wenn, ich glaube, der Dienst hier angefördert wird mit so vielen Leuten, dann werden die auch, kommen. Es ist schon ziemlich geil, ne? Also, hier drinne brennt wirklich die Hütte. Ja? Das hier ist der Hüttentanz, du. Hier oben fehlen uns natürlich jetzt Leute. Aber das kann auch, das gehört auch immer dazu, ne? Dass sie dann halt in Pause gehen. Da müssen halt die Leute um 5 Minuten warten. Aber wenn man überlegt, ich habe jetzt über hier so ein paar Springbrunnen hingesetzt und was weiß ich nicht alles, es bringt gerade so ein bisschen nichts. So, wenn du überlegst, da sitzen nur noch zwei vorne vor, weil wir drei Umkleidekabinen haben, da geht schon der nächste rein. Das ist einfach cool. Ja? Zack. Also die vier Patienten, ne, die haben wir so schnell durchgearbeitet, das ist lächerlich. So, wenn jetzt noch schnell unsere ganzen Krankenschwestern und Krankenschwester und Krankenschwester und alle da schön arbeiten, dann sollte das eigentlich auch ziemlich schnell gehen. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben gerade mal die erste Reihe nicht mal voll belegt, da ist immer noch ein Plätzchen frei, da kommt aber auch schon der nächste. Ja, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja, hier hinten ist auch Platz, natürlich. Zack. Ja, hier ist so ein bisschen der Bär los, ne? Auf der Station. Die Station ist auch wunderschön eingerichtet, finde ich. Ja, da kommt gleich schon einer. Du musst mal ein bisschen geschmeidig bleiben, mein Freund. Du darfst dich doch schon ins Bett legen, also. Also. Was war der Ultraschall? Kanone, die. Was macht er denn da? Hinkacken oder was? Das wird jetzt gleich auch auf Stufe 3 geupdatet. Dann haben wir das Problem auch beseitigt. Oh. Ja, das geht natürlich. Ja. Sag mal einen Bug. Wir haben einen Bug. Sieht zumindest so aus, oder? Was stört denn hier? Ah, alles klar. Denn eine Kollision hier in diesem Raum. Wunderschön. Die sollen ja sitzen, also. Ohne sitzen ist ja scheiße. Ja, dann haben wir das Problem da auch schon mal beseitigt. $2,5 Millionen. So. Wenn man sieht, zwei geheilt. Da liegt noch einer. Da sind auch schon wieder einer. Also unsere Station ist einfach genial. Also das muss man ganz klar sagen. Ja? Hier ist richtig geniale Action-Power. Ja? Geniale Action-Power. Soll man noch nachmachen, Alter. Ja? 144.000 noch. Ja, jetzt fehlen uns hier von so ein paar. Aber das ist ja lächerlich. Ja, hier von vier. Bam, Ruf nach oben. 2,6 Millionen ist unser Dingens jetzt. Was ich... Interessieren würde, was der jetzt schon hat. Das ist so. Ja, ich befördere dich. Ich mache das gerne, weil das bringt uns ja auch Kohle. Also. Aber. Was hatte er? Ist es für mich jetzt schlau, nachzugucken, wer das war?
Ja, wenn er das war, dann wäre es jetzt aber in meinen Augen schlauer, nicht ihm Allgemeinmedizin zu geben, sondern erstmal eine Diagnose reinzudrücken. Und wir machen einfach alle. Scheiß einen drauf. Weil wir eh schon 4 Ärzte wieder wegnehmen, nehmen wir natürlich nicht noch einen weg, der das so macht, sondern lieber so. Da, 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 da. Wir haben alle geheilt und schon ist hier wieder nichts mehr los. Easy. So, wir haben es hier aber auch gut ruhig bekommen. Hier sitzen zwar immer noch Leute, aber das soll ja auch so sein. Also, das werden wir, glaube ich, auch niemals wegbekommen. Oh Mann. Schaffen in 90 Tagen keinen Todesfall, das können wir vergessen. Achtung, okay. Kommt die nächste Katastrophe. Wir können auch einmal ganz kurz bei den Ärzten gucken. Nur Müll. Krankenpfleger auch nichts. Assistenten auch nichts. Hier ist noch ein fetter Hausmeister, Alter. Mal Dankeschön. Hausmeister sind mega wichtig. Wir wollen ja, dass hier keine Katastrophe existiert, dass immer alle Geräte in dem besten Zustand sind, ja? Der deutsche Wechsel war ich doch. Ja. Vielleicht ist das hier bald alles vorbei, wenn dieser dusselige Artikel 13 kommt. Aber mehr will ich mich da auch nicht zu äußern. Da sind große YouTuber, die kümmern sich da drum. So wie es in dem Sinne richtig ist, weil mit meiner kleinen Reichweite kann ich da, habe ich da keinen Einfluss einfach drauf und hoffe einfach, dass die Jungs das alle, die Jungs und die guten Frauen, die das alle machen, die da wirklich einen guten Einfluss drauf haben und unsere Politiker mal oben das Gehirn waschen. Also geht es nicht weiter. Das muss man ganz klar sagen, so geht es nicht weiter. Echt. Wer will denn scheiß Fernsehen gucken? Ja. Mir gefällt an meiner Stadt am besten. Ja, ich gucke mir 90% Werbung an. Wow. Gut. Ich bin aber jetzt wirklich der Meinung. Ich glaube nicht, dass wir es. Oder ist das Krankenhaus wert, wenn ich das hier auch damit zuzähle? Erhöht den Wert des Krankenhauses, indem du Geld verdienst und das Krankenhaus ausbaust und den Profit zu steigerst. Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, oder? Ja, aber was soll ich denn noch ausbauen am Krankenhaus? Also. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Das macht für mich ja keinen Sinn, oder? Ja, ich könnte jetzt hier die Räume von innen. Was weiß ich, jetzt hier wirklich beigehen und die Räume einfach wirklich hübscher darstellen. Wie zum Beispiel hier ist ja so ein Röntgengerät. Könnten wir den noch mit rein platzieren und den. Passt der hier auch rein? Nö. Und da passt da auch keiner rein. So. Ein Arzt in die Schocktherapie, bitte. Da auch nochmal ein bisschen was dargestellt. Da ist was drin. Da passt das nicht zu. So. Das ist das Spritzenhaus. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, Hans kommt hier schön hin. Upp. Wenn Sie aus der Toilette gucken, kommen, gucken Sie sich Hans an. Hans, bester Mann. Ah ja. Komm mal her. Ich bin das beste Krankenhaus des Universums. 2,7 Millionen. Also wir kommen wirklich nicht höher, ne? Also ich muss jetzt ganz klar sagen, so schlecht sehen unsere Geräte jetzt alle gar nicht aus. Zur Reparatur des Turbosaugers, bitte. Ah doch, also die könnten eigentlich noch ein bisschen mehr. Ein Popstar besucht das Krankenhaus. So, haben wir jetzt hier noch Diagnose 1? Was? Einer? Oh. Ja, machen wir. Nicht gar nicht so schlecht. So.
Es läuft auf jeden Fall. Also ich kann mich jetzt hier absolut nicht beschweren. Das ist der Arzt, glaube ich, ne? Ein qualifizierter Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte. Ja, dich befördern wir auch. Das ist der Arzt. Und wo ist der Lehrling? Wo ist Mrs. Piggy? Das. Ich habe euch, meine lieben Hörer, gebeten anzurufen und mir zu erzählen, oh, was euch Turbosauger Stufe 3 gefällt. Abgeschlossen. Oh, das finde ich aber. Keuch Asthmarie und sagte mir, dass sie an Smogli am meisten den Nebel aus Chemikalien liebt, der sie vor den gefährlichen UV-Strahlen. Ja, machen wir jetzt hier weiter, ne? Bravo, Alex, das ist die richtige Einstellung. Ich warte jetzt gerade, wer jetzt hier gleich reingeht. Ich denke, dass... Ja, jetzt weg, ne? Einmal gerade den Arbeitsplan mir angucken, weil der hat zweimal Allgemeinmedizin. Das müsste er sein, ne? Ne, doch. Ach, doch, doch, doch. Komm mal hierher. Danke. Jobliste. Ja, er darf Allgemeinmedizin, der Megascanner. Der Hausmeister wird zur Reparatur des Röntgenstrahlengeräts benötigt. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Gut, dann haben wir das nämlich auch fertig. Wir haben wieder zwei Beförderungen, die hauen wir natürlich durch. Ja, 2,8 Millionen. Krankenhaus sieht wunderschön aus. Ich bin der Meinung, ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich werde jetzt hier bei 2 Sterne aufhören, Leute. Ich habe jetzt keinen Bock hier umzubauen, alles das so zu machen. Das ist kein Mimimi, ich sage es einfach nur so. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder bei in dem neuen Krankenhaus. Bis denn, tschüss.